Ein Familienabenteuer, das mit dem Tod endet, in Namibia. Wenige Minuten nach dem Abflug ist dort eine deutsche Familie mit einem Flugzeug abgestürzt. Eine vierköpfige Familie. Alle Familienmitglieder sterben bei diesem Crash. Auch die südafrikanische Pilotin. Das alles passiert in einer Cessna 210. Die Familie hatte das Flugzeug gechartert, ist dann gegen Mittag dort abgehoben mit diesem kleinen Flugzeug zu einem Traumurlaub, zu einem Traumflug dort im äußersten Osten Namibias. Wenige Minuten später nach dem Start ist dieser Flieger dann in der Nähe eines kleinen Dorfes auf einer Insel abgestürzt. Die vierköpfige Familie tot.